Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Hogwarts. Beziehungsweise wir sind gerade etwas außerhalb, weil wir wollten Nutty finden, auf die wir. Ach so, stimmt, wir müssten ja bei Nacht dahin. Nutty! Hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nutty, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für allemal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Okay. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Na gut. Ich helfe dir mit dem Brief, Nutty. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Und die kommen ja sowieso dann immer direkt angeschossen, ne? Hier, Moment. Hier muss ich rum. Rebellion. Oder muss ich andersrum? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Kann ich doch nicht hoch, oder? Entschuldigung. Wir sollen ja lautlos vorgehen. Achso, ich kann ja fliegen. Ach, ich bin ja so doof. Ich darf ja nicht fliegen. Okay. Ich bin doch nicht ganz so doof. Aber hier kann ich hochspringen, oder? Ja. Wusste ich doch, da war was. Rebellion. Was das wohl ist? Ach, das. Okay. Na, das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahinter. Das war's. Okay, das bringt uns aber trotzdem nicht weiter. Rebellion. Oder kann ich die Kiste... Confringo! Contagio Leviosa! Kann ich die irgendwo hinstellen, wo es mir was bringt? Muss ich denn da... Da muss ich hoch, oder? Mal gucken, ob das funktioniert. Natürlich funktioniert es nicht. Aber da oben muss ich auf jeden Fall hoch. Kann ich die Kiste... Kann ich ja noch eine Kiste rausholen? Ah, okay. Das ist aber eine Truhe, die kann ich nicht... Nee, die kann ich nicht bewegen. Wingardium Leviosa. Ist auch sonst keine andere Kiste da? Ist das vielleicht, weil die hier nicht richtig davor steht oder so? Oder muss. Ich kann die aber nicht fliegen lassen dabei, oder? Nee, das geht nicht. Okay. Ich wüsste jetzt sonst nicht.
wie ich da hochkomme, wenn ich nicht mit dem Besen fliegen darf. Da kann ich nicht hoch. Was ist denn... Aber das bringt nichts, wenn wir jetzt dann nochmal... Nee. Die steht aber auch so blöd, die Kiste. Aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Ich meine, ich komme ja da hoch. Also ich komme eben nicht hoch, ne? Aber die Tür, die kriegen wir auch nicht auf, nehme ich an. Ach doch, nicht die Kiste. Du sollst vor dich schießen. Revelio. Waren unten noch irgendwelche Kisten? Ich denke nicht, oder? Oh, ganz so weit wollte ich eigentlich nicht runterspringen. Also Kisten, die man hochheben kann. Halt, ne? Ja, sieht nicht so aus. Ist da noch was zum Nehmen? Tatsache. Nehmen wir doch mit. Können wir immer gut gebrauchen. Ja, Natti, jetzt könntest du mir mal helfen und du bist nicht da. Aber das ist doch hier so ein Gemäuer. Da müsste ich doch normalerweise hochkommen. Verstehe ich nicht. Also, ich würde verstehen, wenn man zwei übereinander machen müsste, beispielsweise, ne? Ich denke mal, vielleicht steht die auch nicht richtig. Aber das ist ja Blödsinn. Da kann man ja nicht hochspringen. Sehr skurril. Aber bevor ich euch jetzt hier eine Stunde lang aufhalte und nicht weiß, was ich hier eigentlich machen soll, lasse ich mal die Kamera mitlaufen. Versuche vielleicht die Kiste hin und her zu bewegen, anders zu bewegen nochmal. Und, weil ich gehe davon aus, dass man wirklich hier hochkommen muss. Also ich kann mir das nicht anders erklären. Ja, und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Sollte ich herausfinden, wie ich da hochkomme. Bis gleich. Komm mal ein bisschen. Ach, weil die auf dem Falschen steht. Och, leck mich, ey. Na? Boah. Echt jetzt? Ich darf hier nur nicht mehr runterfallen, ehrlich. Oh. Ja, willkommen zurück. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Ich denke mal, das ist hier. Revelio. Wir sind ja mega leise unterwegs, ne? Haben wir ja gesagt. Achso, hallo, du sollst das hochheben. Kann ich im Hocken keine Zaubersprüche machen? Nee, oder? Ach, das ist doch dämlich. Moment, kann ich denn... Komme ich auch nicht hin, das anzuvisieren, ne? Ich kann ja nichts anvisieren. Komme ich hier denn noch irgendwie anders rein? Scheinbar nicht. Kann ich das von draußen anvisieren? Nee, da hockt die sich schon direkt wieder hin. Das ist doch doof. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Ah, ah. Moment, jetzt kann ich es aber anvisieren. Ja, okay, perfekt. Oh, ich dachte schon. Ist da jetzt noch irgendwas? Oh ja. Okay. Puh. Na gut.
Ich dachte schon, hinten kommen wir jetzt gar nicht rein. Das könnte das Tor hochziehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist das euer Ende. Revelio. Das heißt, ich sollte es in die Luft sprengen am besten. da kann ich gar nichts mitmachen. Sollte reichen, oder? Revelio. Da steht immer noch öffne das Haupttor. Wieso kann ich hier keinen Aloemora machen? Hallo? Revelio. Drum, drum, drum. Kann man da hochklettern? Sieht nicht so aus, ne? Dahinter ist ein Schloss. Das muss ich wahrscheinlich ziehen, nehme ich mal an. Ja, okay. Gut gemacht. Bin gleich da. Wusste ich's doch. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Ja, haltet das Spiel fest! Oh oh. Schwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Zum Dach damit. Los. Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Ja. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Ah. Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Aber sicher nicht da, wo du dich jetzt gerade hingedreht hast. Guck mal eben, ist ja noch irgendwas zum Einsammeln? Ich hoffe, Nadia hat keine Probleme. Hallo? Wir sollten aber hier vielleicht den Schleichmodus aktivieren. Obwohl, die stehen da oben. Brauche ich die Kiste hier irgendwie? Moment. Ich kann hier runter. Und ich brauche die dann bestimmt für da hinten, oder? Ah, ich weiß nicht, ob das ausreicht mit einer Kiste. Aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Okay. Nee. Die kann man da gar nicht... Die kann man da gar nicht rausmachen. Doch, Moment. Da unten war... Oh, da unten war jetzt auf jeden Fall ein Loch. Ich weiß jetzt nicht, ob es so unten ist oder ob ich es jetzt von unten theoretisch noch wegzaubern kann. Diese ist aber schon da. Okay, dann würde ich mal glatt behaupten, wir müssen die irgendwo hier drunter hinstellen. Nicht gerade der sicherste Ort. Jetzt geh da hoch. So. Sei auf der starken Seite und du kannst nichts halten. Nur wenn man den Verstand hinter die Launen stellt, fallen Burgen. Ich weiß nicht, ob ich den umbringen soll.
Oder ob ich hier leise entlang schleichen soll. Alohomora. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Dabei ist die quasi den Kobolden direkt in die Arme gelaufen. Revelio. Hier war nichts mehr. Okay. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Hä? Da habe ich schon leisere Zentren. Sieht er mich? Oder sie, besser gesagt. Ich Andringo. Dafür wirst du Expelliarmus. Du wirst sterben. Revelio. Okay. Alohomora. Revelio. Hippogreif, Hippogreif, wo bist du? Ich würde das gerne. Das ist sogar noch besser. Moment. Wir sollten vielleicht auch zwischendurch mal kurz gucken, dass wir die Ausrüstung tauschen, wenn wir was Besseres haben. So, 63. Ja, 63. Und kein Hut, so wie immer. Und ich denke mal nicht, dass wir da was haben. Nee, da haben wir jetzt nichts. Okay, gut. Weil wenn wir schon da auch kämpfen müssen und so, ne, dann sollte man ja schon Revelio gut ausgerüstet sein, sag ich mal. So. Frage ist, sind jetzt hier oben bei dem Tier Wachen? Also wenn das überhaupt hier oben ist. Da kann ich was aufbrechen, das sieht gut aus. Die ist noch nicht geplündert. Komm her. Nicht identifizierter Gegenstand. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen, also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Revelio. Okay. Also scheint da nicht nur Einigkeit zu geben. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt hier runterspringen? Oder soll ich mir einen anderen Weg suchen? Eigentlich denke ich mal, müssen wir da runter, ne? Moment, wir kamen jetzt von... wir kamen von hier, ne? Wo die Tür ist. Achso, Moment. Das kann man doch aufmachen bestimmt. Manchmal bin ich so clever. Und manchmal auch nicht. So. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter hoch. So. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm. In den zweiten. Mach schon. Wie cool war das denn? Nein, wie fliege ich denn? Moment.
Also wie ein Besen eigentlich. Gut. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Ich habe mir ja schon zwei Hippogreife geholt, also eingesammelt. Aber drauf fliegen durfte ich ja leider noch nicht. Oh, ist das cool. Sollen wir dem Zug jetzt folgen? Ah, ne, da hinten ist Hogwarts. Da wollen wir wahrscheinlich hin, ne? Oder will sie ja irgendwo mit dem Tier landen? Das glaube ich eher nicht, weil sie fliegt hier die ganze Zeit dem Zug hinterher. Matti, was hast du vor? Aber wir können nicht beschleunigen, wie beim Besen, okay. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Wenn ja, denken die alle, wir sind cool und total verschwommen. Das ist unglaublich! Aber wieso... Unglaublich, oder? Wieso sitzt sie jetzt auf dem anderen? Ich dachte, der andere hat die nicht respektiert, weil die sich nicht vorgestellt hat. Und wo wollen wir hin? Das ist auch noch die gute Frage. Wir gehen jetzt Richtung Sümpfe oder sowas, glaube ich, ne? Tal von Hogwarts. Wie aufregend! Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Mhm. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Wolkenschwinge. Neuer Gegenstand freigeschaltet? Nein. Quasi als Reittier. Wie geil. Wieso habe ich jetzt drei frei? Achso, also das mittlere, dieser Sepulchria oder sowas, das ist der von der Deluxe Edition. Aber der Caligo? Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Gut, Wolkenschwinge. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Oh mein Gott, da weiß man ja gar nicht, wo man jetzt eigentlich als erstes anfangen soll. Ist das geil. Also die Hauptstory, die geht auf der einen Seite weiter. Es ist natürlich immer gut. Die Sache mit der Kartenkammer, schlecht ist, dass das wahrscheinlich wieder eine weitere Prüfung sein wird und die sicher wieder sehr lange dauern wird. Also wenn ich da mal einen Cut mache, ja, nehmt es mir nicht böse, aber die sind sehr, sehr lange teilweise. Hauselfenkummer. Ich vermute, weil wir das erste Mal mit dem Hauselfen ja wieder was hatten, was mit den Tieren zu tun hatte und das jetzt durch ein Tier, also durch den Hippogreif freigeschaltet haben, hoffe ich inständig, dass das wieder irgendwas damit zu tun hat. Vielleicht irre ich mich auch und das ist was komplett anderes. Ich habe keine Ahnung.
Aber ich hoffe, dadurch kriegen wir dann vielleicht noch was mehr mit den Tieren gemacht. Das ist übrigens ein sehr geiles Bild hier irgendwie. Keiner wundert sich, dass ich hier auf dem Hippogreif sitze. Alles kein Thema, ist ganz normal. Ja, ich würde sagen, ich flieg mal zum Schloss, wenn ich das hinkriege. Oh, nee, ich habe ihn weggemacht. Nein, über das Wolkenrad. Moment. Wolkenrad und Y. Ach so. Wolkenrad Y. Aber wie kriege ich ihn dann dazu, dass er fliegt? Oder kann ich nur mit ihm reiten? Okay, langsam. Na also. Ich glaube, ich kann nur halten, galoppieren. Losfliegen mit A. Ach so. Hopp, Wolkenschwinge, hopp. Na, okay. Aber es wird so langsam. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ist auch ein bisschen holprig, weil die natürlich... Okay, jetzt kann er sich ein bisschen schwingen lassen. Ja, mit diesem Bild, mit diesem wundervollen Bild, auch wenn ich jetzt natürlich hätte porten können, verabschiede ich mich erstmal für heute von euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit einer weiteren Tierfolge wieder. Also, dass wir da mit Diek irgendwas Richtung Tierwesen machen können. Ich bin echt gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.